Let's go. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot. Noch nie hat die Knarre so gut gepasst wie bei Dead Man's Draw. Ja, tatsächlich. Ein flottes Push-Your-Luck-Kartenspiel auf hoher See. Und wie sich das spielt, das zeigen wir euch jetzt. In Dead Man's Draw versucht man im Push-Your-Luck-Mechanismus Karten zu gewinnen. Gleiche Karten werden aufeinandergelegt. Die höhere Zahl zählt dann. Und wer die meisten Punkte zum Schluss hat, gewinnt. Ja, wie spielt man das Spiel? Man deckt eine Karte auf und führt ihren Effekt aus. Und sobald aber zwei gleiche Symbole abgebildet sind, ist man versenkt und kriegt gar keine Karten. Das heißt, man muss immer überlegen, mache ich jetzt weiter oder nicht. Der Kraken sagt allerdings, ich muss zwei Karten aufdecken. Oh, das wäre jetzt noch gut. Die Meerjungfrauen, normalerweise gehen die Zahlen von 2 bis 7. Die Meerjungfrauen starten aber bei 4 bis 9 und geben eigentlich in der normalen Version nur Punkte. In der Variante haben sie noch zusätzliche Effekte. Das heißt, ich muss jetzt hier noch eine zweite Karte aufdecken und da sehen wir das Problem. Zwei gleiche Symbole, das heißt, der Spieler hier bekommt keine Karten. Die werden dann hier auf den Ablagestapel gelegt und da sind nämlich schon Karten vorbereitet. Das sind nämlich die Zweierkarten. Ja, der nächste Spieler ist an der Reihe und er deckt hier eine Glaskugel auf. Damit darf er sich die nächste Karte geheim angucken und oh, da sieht er, wenn er die jetzt aufdecken würde, würde er keine Punkte bekommen. Das heißt, er sagt, er hört auf und nimmt sich die Karte hier hin. Das heißt, der nächste Spieler deckt die Karte auf, guckt, okay, eine Schatztruhe. Ja, die kann ich ja getrost aufdecken. Schatztruhen sind, dass man, wenn man noch den Schlüssel findet, zusätzlich Karten bekommt. Das zeige ich euch gleich. Der Spieler entschließt sich weiterzumachen und, oh, Push Your Luck, ja, er hat den Haken. Jetzt könnte er eine Karte aus seiner Auslage hier reinspielen und, also hier anlegen und den Effekt direkt nutzen. Ja, er hat nun keine Karte ausliegen, das heißt, er könnte jetzt sagen, er hört auf oder er macht weiter und siehe da, er erhält den Schlüssel. Das heißt, wenn er jetzt aufhört, kann er sich die Punkte auf jeden Fall sichern und da er Schlüssel und Kiste in Kombination hat, wird jetzt hier gemischt und die gleiche Anzahl, wie hier ausliegt, darf er jetzt sozusagen hier zu sich nehmen und jetzt würde er sich hier die Punkte in seine Auslage legen, entsprechend natürlich der Höhe und so weiter und so fort. Dann ist der nächste Spieler hier an der Reihe und er deckt hier eine Kanone auf. Die Kanone bedeutet, ich darf sofort eine Karte eines anderen Spielers hier zerstören und da denke ich mir, ja, der hat schon ziemlich viele Punkte. Da zerstöre ich mal die 5. Allerdings hat er jetzt trotzdem noch 2 Punkte. Aber diese Karte kommt dann hier sozusagen auf den Ablagestapel. Ich mache weiter und habe jetzt hier eine Schatzkarte. Diese besagt, dass ich mir 3 Karten hier nehmen darf und dann eine hier anlegen kann. Ja? So, das heißt, natürlich nehme ich jetzt in dem Fall die Glaskugel, weil ich nämlich dann wieder hier eine Karte anschauen darf und ich sehe den Anker. Wunderbar. Der Anker bedeutet, dass jetzt alles, wenn jetzt hier eine doppelte Karte kommen würde, der Anker auch wegfliegt, aber alles, was davor liegt, ist gesichert. Das heißt, natürlich kann ich jetzt noch weitermachen. Oh, ein Säbel, wunderbar. Das heißt, ich darf jetzt eine Karte von jemandem anderen klauen, die ich noch nicht besitze. Aktuell habe ich noch keine Karte hier liegen. Dann könnte ich mir hier den Schlüssel nehmen. Der bringt mir aktuell noch nichts, hat aber weitere Punkte hier. Das heißt, ich könnte weiter aufdecken. Der Säbel und man sieht, jetzt ist hier alles kaputt. Beziehungsweise nicht alles, denn alle Karten bis zu dem Anker sind verloren, aber die hier bekomme ich als Punkte. Und das Spiel wird so weiter fortgeführt, bis alle Karten hier aufgebraucht sind und dann zählt ihr die obersten Punkte eurer Kartenstapel zusammen und es gewinnt natürlich der mit den meisten Punkten. Ja, ist das schon irgendwie ein Weilchen alt und irgendwie haben es die Leute sich gewünscht, macht doch mal einen Quickshot zu Dead Man's Draw, ja, jetzt ist es da. Ja, ich habe es jetzt vor kurzem auch wieder gespielt in einer Wenigspielerrunde und das Tolle ist einfach, man kann das Spiel erklären beim Spielen. Ja. Man sagt kurz einmal am Anfang, wofür gibt es Punkte, fängt direkt an zu spielen und hat mit dem ersten Zug direkt eine Beispielrunde eingeleitet, hat quasi alles erklärt und kann losspielen.
Und am Schluss ist es dann einfach nur ein fieses Hauen und Stechen und darum, wer jetzt am meisten Glück hat. Wenn ich es vergleiche mit Port Royal, ist Deadman's Draw für mich das schlankere, schnellere Spiel, was einfach irgendwie ein bisschen pfiffiger ist und noch mehr Biss und Würze mitbringt. Mhm. Ja, wobei halt Deadman's Draw auch durch die Variation, ebenso wie Port Royal, bietet ja auch so hier und da ein paar Sachen. Aber hier ist halt schön, dass man mit der Basisversion schon ganz gut dabei ist. Wenn man dann noch die Meerjungfrauenfähigkeiten nutzt, die ja eigentlich nicht dabei sind, sondern halt nur Punkte eigentlich, das macht es dann noch würziger, finde ich. Und dann kann man es noch erweitern, auch im Modular, ne? Also dass man halt noch Fähigkeiten hinzunimmt oder Sachen, so Events, die quasi für die ganze Runde gelten. Das ist so cool. Und wie du schon sagst, man hat die Symbolik, es ist am Anfang so, oh Mist, wie viel sind es? 8 oder so? Was macht das alles nochmal? 10. Aber beim Spielen erklärt man das einfach und dann hat man das nach ein paar Runden drin. Ja. Genau, am Ende des Spiels wissen sie alle und dann kann man die zweite Runde einleiten. Und es ist so knackig und so pfiffig auch, ne? Und auch so dieses, ja, wer hat denn jetzt am meisten? Ach, weißt du was? Ich hau einfach dir diese 7 da weg. Das ist scheiße. Oh Mist, jetzt hat er die 6 unten drunter. Ja. Ein Punkt nur kaputt gemacht. Und es ist nicht nur ein Push Your Luck so, ne? Sondern es hat auch so eine gewisse strategische Tiefe. Mhm. Nicht zu krass, aber man muss schon so die schöne Reihenfolge ein bisschen beachten. Oh, ich könnte jetzt die Glaskugel nehmen, um zu wissen, welche Karte kommt. Moment, aber ja, gut, das könnte ich machen, aber dann kann ich das hier nehmen, von meinem hier reinbringen, das von ihm nehmen, das kaputt. Also man fängt an, so ein bisschen fängt an, sich im Spiel Ketten zu entwickeln, und die sehr viel Spaß machen. Ja. Und trotzdem die Spielzeit im schlanken Bereich von 10 bis 15 Minuten bleibt. Tatsächlich, ja. Und das funktioniert halt immer. Und das macht das Spiel richtig charmant und elegant. Ich würde es gern mit so 5-6 Spielern auch spielen, weil 4 ist so diese Standardanzahl, aber das Spiel, das schreit so danach und nach mit mehr Leuten. Ich glaube, wir haben es auch mal zu 5 gespielt, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, das Problem ist, weil du hast halt weniger Karten. Du bist zu selten dran. Ja. Deadman's Draw, eine absolute Empfehlung und ein All-Time-Favorite von uns. Ja. Und schreibt doch mal eure Erfahrungen zu Deadman's Draw in die Kommentare, das würde uns doch sehr interessieren. Ja, und natürlich wollen wir natürlich auch hören, ob ihr die Version habt oder vielleicht bei dem Kickstarter damals dabei wart. Ha, würde mich natürlich so ein Print and Play, wie du im Schrank hattest. Ja, genau. Ja. Das ist schon längst weitergewandert in Freundeskreis gefieden. Also cooles Ding. Ja, und weitere Quickshots findet ihr hier. Ja, und andere Videos da. Ja, dann wünschen wir viel Spaß beim Spielen, freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.